Jetzt aktuell hat man ja so zwei, drei Sachen gehört, so von wegen Rami hört auf. Good luck, brother. Train hard. 4, schön Zeit. Da! 5, da! 6. Hallo und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video heute hier in Walldorf. Und neben mir steht nichts Geringeres als Big DJ Dennis James. Medium DJ. Medium DJ. Für mich bist du immer noch nicht. Weil für mich ist das heute wirklich eine riesen Ehre, dass das klappt. Wir kennen uns schon einige Jahre und hast mich sogar als ich Profi geworden bin, hast du mich sogar moderiert. Und das ist so eine kleine emotionale Verbindung. Weiß ich noch, wo ich runtergekommen bin. Bei meinem ersten Profi-Wettkampf. Und weißt du noch, wo das war? San Marino. Genau. Und du sagst zu mir, riesen Line-Up, erste Profi-Wettkampf, Cedric mit den Hardy Choppern. Und du sagst so, Top 3, Top 4. Ich sag, ja, labern. Ja, ja. Hast du gerade deine Profikarte den Tag vorher gewonnen? Vorher, ja. Bist du ja immer in der Top 5 gewesen? Bist du immer in der Top 5 gewesen? Ne? Ja, nicht ganz. Letzte Saison, die ersten Wettkämpfe waren geil. Zweiter, dritter Platz. Die letzten zwei, da hatte ich so meine ganze Trennungsphase und wollte aber trotzdem durchziehen und da habe ich dann so ein bisschen überladen, habe ich ein bisschen die Form verkackt. Mhm. Ich brauche halt diese absolute Endhärte, damit ich wirke, ja. Weil ich habe strukturelle Schwächen und diese strukturelle Schwächen, die kann ich halt durch diese absolute Härte dann so ein bisschen ausmerzen. Mhm. Ja, warum wir hier sind, ich habe hier gerade die doppelte, eigentlich dreifache Menge an Booster drin. Nochmal sie als Zuschlag. Lieber noch einen und noch einen direkt. Die brauche ich auch, denn wir haben uns hier verabredet. Der Marvin, mein Trainingspartner aus der Eisenhöhle, wer meine Story guckt, der kennt ihn, ist heute auch dabei. Ich habe gesagt, Marvin, gestern Abend ruh dich aus, lass die Hände über der Bettdecke. Heute werden hier Helden gezeugt und wir haben heute das Privileg, mit dem Dennis Beine zu trainieren. Auf die Olympia gehen wir. Komm! Natürlich mir eine Ehre, den Tim, seinen Trainingspartner hier heute in Walldorf, im Bodybuilding e.V., dem einzigsten e.V. bis heute in Deutschland begrüßen und ja, macht doch Spaß. Ja. Für mich gibt es nichts Schöneres, wie wenn jemand, der ein Training durchzieht, ohne zu jammern, ohne sich zu beschweren und einfach das macht, was er zu tun hat. Also ich bin richtig aufgeregt. Ich auch, ich freue mich. Hast du das früher auch so gemacht, dass du mit vielen Wiederholungen so in Beinen, die nicht warm gemacht hast? Ja, ich habe mir gedacht, die Beine müssen schon richtig warm sein, bevor ich überhaupt loslege. Ja. So, erster Satz. 5 normale, dann 5 halten oben und nochmal 5 normale zum Schluss. Also komplett 15 Wiederholungen. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt hoch und halten. Schön, ganz hoch. 1. 2, 3, 4, schön halten und Nummer 5 wieder runter. 1, 2, ganz fast, 3, 4 und 5, super. Freust du dich? Ich habe Angst. 4, oh, jetzt Marvin, komm! Drop. Let's go! Auf geht's! Gut! Hopp! 1! Los, jetzt zieh durch! Oh. Zieh durch, Marvin, komm! Vier. Komm jetzt! 5, 6, 7, 8, 9, 9 und 10! Super! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auf geht's, 10, 10, 1, 2, 3, 4 und drop. Jawohl. So, jetzt schön oben halten für 5. Oben halten. 1, auf geht's, 10, komm. Hopp. 2, hopp. 3,
Ganz raus. Vier. Und der letzte. Komm. Hopp. Hopp. Raus mit, raus mit. Komm. Hopp, hopp, hopp. Halt ihn, halt ihn. Und drop. Jo. Jetzt 10 normale. 1, 2, 3, 4, 5. Komm, Tim, komm. 6. Hopp, 7. Hopp, hopp. 9. Letzte. Und geh runter, noch 3 Scheiben runter. So. Jetzt schön langsam von unten. Schön Zeit lassen. So, anspannen die Beine. Anspannen, anspannen. Ganz raus, ganz raus. Tim. Komm, 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 komm. 1, super. Genau so. Und nochmal, komm. Komm, 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 Tim, Tim, komm, komm. So, und nochmal, komm, Tim, noch auf geht's. Auf die Olympia gehen wir. Komm, 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 hoch, hoch, hoch. Und noch einen, komm. Komm, Tim, auf geht's, komm. Ganz alleine, ganz alleine, ganz alleine, ganz alleine, ganz alleine. Und der letzte, komm, Tim, der letzte. Auf geht's. So ist gut, so ist gut, ganz gut. Komm, 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 komm. So, und jetzt finde ich mal, bleib, 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 nein, 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 bleib. 10 Wiederholungen zu fett. Okay, fertig, okay. Komm. Auf geht's. 1, 2, 3, 4. Komm, Tim, komm. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Musste jetzt auch bei mir ein Umdenken stattfinden, weil ich bin so von der Genetik her recht stark und habe früher immer so richtig geballert. So einfach nur zu hämmern. Kopf aus und einfach hämmern. Und dann sind halt die Stärken immer stärker geworden, die Schwächen sind Schwächen geblieben. Und das ging halt immer so weiter. Und eben, man wird halt auch, ich bin jetzt auch, ich werde jetzt 32 am Montag. Du bist ja noch ein Kind. Ja, aber du bist ich habe halt mit 15 angefangen, ja. Darf man nicht vergessen. Ja. Die meisten fangen ja mit Bodybuilding erst, wann hast du angefangen? 26. 26. Also gut, ich habe das erste Mal angefangen mit 19 knapp. Ja. Und habe dafür 7 Monate trainiert und habe wieder aufgehört bis 26. Okay. Weil die meisten, die sehen immer nur das Nettoalter, aber ich habe halt mit 15, 16 angefangen. Das ist schon ein bisschen mehr Verschleiß da auch. Ja, und habe auch 16, 17, 18 immer Wettkämpfe gemacht auch. Auf jeden Fall musste ich jetzt vom Training auch Umdenken stattfinden. Das tut mir auch echt gut. Ich mache jetzt so ein Mischmasch zwischen Hit und Volumentraining, halt viel kontrollierter. Und genau das, was du sagst, du kannst halt, so eine schöne Metapher, du kannst halt auf ein Ziel mit der Schrotflinte schießen oder Präzisionsschüsse so. Genau. Ne? Was erwartet die beiden und wie anstrengend wird es? Nicht nur die Beine, sondern auch der Ego wird ein bisschen getestet. Ne? Also ich merke schon jetzt bei der ersten Übung, dass die beide eigentlich eine sehr gute Willenskraft haben. Für mich ist das immer das Geilste, wenn ich so ein Training absolvieren kann mit guten Athleten, die auch den richtigen Mindset haben dazu und nicht nur sich beschweren und probieren mit Ausreden, da mein Knie, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Also wir fangen an mit 15 Wiederholungen, dann halten wir das Gewicht aber nicht durchgedrückt, sondern angewinkelt, damit die Spannung auf dem Bein bleibt. Ne? Und dann kriegst du von mir ein Zeichen, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, super Ausführung, 12, 13, 14 und halte. Genau da, ja, super. Und 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, super Tim, super. 10, 1, halte. Und 10, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, halten. Mind over muscle right now.
Und 8, Tim, komm. 1, 2, 3, 4, 5, auf geht's, Tim. 6, 7 und 8. Genau so. Ja, du kannst auch uns ein bisschen helfen, das macht nichts. Jetzt musst du mit dem Mind in eine ganz andere Welt gehen. Und 6, Tim, komm. 1, 2, 3, 4, 5 und halten, halten, halten. Und 4. 1, 2, 3 und einmal halten noch. Schön halten, Tim, schön halten. Spannung auf den Beinen, Spannung auf die Beine. Ei, ei, ei. Und 2, komm, schön tief. 1 und der letzte. Nochmal ganz raus, schön raus. Super. Und wie viele Wiederholungen waren das? Ich glaube 72. So mehr Angst wie eben. Let's go. 3, 4. Und jetzt nochmal ganz zum Schluss 2, schön tief. 1 und 2. Super. Komm auf. Super, Tim. Einer noch. Komm. 1, 2, auf geht's. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurz schlafen. 1, 2, 3. Komm on. Hopp. 4 und 5. Super. Hast du so jedes Training trainiert? Die letzten Jahre, bevor ich in Rente gegangen bin, ja. Ich meine, so sehr wie ich es liebe, das Bodybuilding, aber es nimmt einem auch schon viel Lebensqualität auch so, ne? Ich war jetzt seit Ewigkeiten, war ich mal krank, wo ich wirklich mal pausiert habe und so weiter. Aber ich war nicht so richtig krank, dass ich im Bett lag, ne? Ja. Konnte mich so frei bewegen und so und habe nur gedacht, bevor es ans Herz geht. Und da habe ich so gedacht, krass, wenn du mal nicht so achten musst, wann trainiere ich heute? Wann esse ich und wie ist das? Schlecht, ne? Alter, das ist so. Was ist denn hier los? So. Jetzt mal schön Zeit lassen wieder. Genau so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die letzten 5. Tim, komm, auf geht's. Hopp. 1, 2, 3, 4 und 5. Super, ganz geil. Ach, da kriege ich sogar nur mal einen kleinen Pump hier. Ich habe gar nichts gemacht. Ist das geil. Mir braucht keiner erzählen, was ihm gerade, was in dem vorgeht. Ich weiß genau, was in dem Kopf vorgeht. Wenn man so einen hat wie dich, ja, wo man genau weiß, Alter, der hat sowas von abgeliefert. Ja. Ich kann da jetzt nicht aufhören. Genau. Das geht jetzt einfach. Ich merke das auch bei den vielen Leuten. Also die gehen wirklich alle so weit, wie sie können. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und die letzten 5. Auf geht's. 1, 2, 3, 4, letzte. Super. Oh, fuck. Super. Auf geht's. Das gleiche nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 3. 1, 2 und 3 und langsam. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 und 3. Auf geht's, Tim, super. 1, 2, und 3. Und nochmal zurück. 1, 2, 3, 4. Schön Zeit. 5, 6, 7, 8, 9. Und die letzten 3 hier. Komm. 1. Super. Komm. Auf geht's. 2 und der letzte. Auf geht's, Tim. Komm. Hopp. Und 3. Super. Das war's. Pump nochmal nach. Auf, komm. Dann komm. 1. Pump nochmal nach. Schön langsam, Marvin. Komm, wir sind da.
Was brennt das weg? 1, 2, 3. Komm jetzt, schnell! Komm, Schneewittchen! Komm! Komm! Yeah, Buddy! Und jetzt die letzten drei. Komm, komm! Hopp! Hopp! Letzte! Ich hatte jetzt neu gebaut, die Hackenschmidt, und da ist es unten zum Einstellen ziemlich cool, ja. Jetzt dreht man das Ganze um, setzt sich ab, wartet auf mein Kommando und dann geht's hoch und gleich wieder runter und wir warten unten, nicht oben. Den absetzen, hier kurz halten und hopp. Hopp. Zwischenstand, wie geht's dir? Also die Beine sind wirklich brutal voll. Ungewohnt, wirklich ungewohnt. Ich habe das ja schon mal in Videos verfolgt und bei Instagram, wie Dennis trainiert mit dem Newton-Training, Time and Attention. Und habe es auch schon ein bisschen nachtrainiert hin und wieder mal. Wenn ich mal so einen Tag hatte, wo ich gesagt habe, oh, heute habe ich keinen Bock auf schweres Gewicht, habe ich das auch angewendet. Aber so wie er es jetzt anwendet, auch in der Kombi mit den vielen Wiederholungen, das ist schon brutal. Also. Das ist schon echt brutal. Also, wie gesagt, ich habe das immer mal bei einer einzelnen Übung gemacht. Denke ich, ach, mache ich mal Time and Tension. Aber jetzt so diese Kombi zwischen vielen hohem Volumen, halten, langsam, negativ langsam, positiv langsam, das ist schon seinesgleichen. Du hast ja lange Zeit auch mit dem Rami zusammen trainiert oder hast ihn trainiert. Hast du mit dem Rami auch so trainiert? Ach, genau so. Genau so? Genau so. Wie hat der so mitgezogen? Ah ja, das ist für ihn genauso hart gewesen wie für alle anderen. Ne? Aber ist der so eher Heulsuse, eher Kampfschwein im Training? Der ist Kampfschwein. Wenn er bei mir ist, ist er ein Kampfschwein. Wie er woanders ist, weiß ich nicht. Aber bei mir, da lasse ich den gar nicht anders. Jetzt aktuell hat man ja so zwei, drei Sachen gehört, so von wegen Rami hört auf. Oder jetzt letztlich, Rami ist einfach nicht zum Pittsburgh, zum Gastauftritt gekommen. Weißt du, was da so jetzt so im Argen ist? Mittlerweile bin ich informiert, ja. Aber an dem Tag, wo das war, also, das sogar eine Woche danach, hatte ich noch nicht gewusst, was der wirkliche Grund war. Aber kannst du auch nicht dazu sagen? So. Also er hat jetzt gestern eine Entschuldigung auf Instagram veröffentlicht. Ja. 1,6 Millionen Views in einer Stunde. Wow. Ne, der hat also, er hat auf jeden Fall, es war auf jeden Fall etwas, das nicht in seiner Kontrolle war. Er konnte es nicht kontrollieren. Okay. Also er war auf dem Weg zum Flughafen. Okay. Und er wäre auch geflogen. Okay. Er war geparkt, er war fertig zum Gehen. Ja. Und ich möchte nicht sagen, was es war. Das soll er selbst machen. Aber der war so durcheinander durch das ganze Theater, dass der überhaupt sich da total abgeschaltet hat. Okay. Ne? Und das verstehe ich auch ein bisschen. Aber aufhören tut er auch nicht, was er sagt. Nein, nein, also jetzt ist wieder. Ich habe jetzt gerade heute, bevor ich hierher kam, habe ich wieder eine schöne Stunde mit ihm telefoniert. Ah, okay. Ja, die Bilder, wo er gepostet hat, das waren originale Bilder. Das waren also riesig, also keine alten Fotos, was manche Leute jetzt sagen. Aber er hatte auch, seit er nach Pittsburgh wollte, seitdem gar nicht mehr trainiert, nichts mehr gegessen, weil das war schon ein Haufen Stress, den er hatte. Und deswegen ist er jetzt ein bisschen deflated, aber das dauert eine Woche bei ihm im Training und dann ist es wieder zurück. Ja, da, ja. Also ich wäre froh gewesen, wenn er gekommen wäre, weil da hätten die wirklich gesehen jetzt, was für ein Unterschied da ist zwischen den Leuten. Weil der war wirklich so gut. Hopp! Und nochmal. Hopp! Zwei. Hopp! Und der letzte Tipp. Komm, der letzte. Hopp! Komm! Schieb, schieb, schieb! Super! Oh, das war ein Schöpfung. Das war ein Schöpfung. Oh. Dreht sich. Also ich habe jetzt im Rami, wir haben jetzt vereinbart, dass der jetzt, also ich gehe ja nächste Woche wieder zurück nach Deutschland, nach Amerika, und dass er dann auch gleich kommt und dann da bleibt bis zur Olympia. Okay. Und dann auch, wo er die Shows rumgeht und sich schon die Shows zeigt. Also ich hab, das muss er ja machen. Da ist es ganz wichtig, dass er jetzt wirklich, dass er gar nicht mehr in so eine Situation kommt, wo was passieren kann, sondern
Er sagt auch selbst, dass er will dann gleich kommen, das ist gleich. Aber wer würde sich dann ein bisschen um ihn kümmern, oder? Ah ja, logisch. Hm? Aber krass, auch lieb von dir. Ah ja, das ist, so bin ich halt. Ne? Ja. Wir haben, dieses Jahr haben wir ein paar Leute da vor der Olympia noch, die zum Trainieren kommen wollen. Der Urs ist auch interessiert zu kommen zu trainieren. Das ist gerade für gute Sessions. Wir haben ja auch schon mal geschrieben, ne? Kannst du, und du, qualifizier dich und komm mit. Das macht, was wir für ein geiles Team haben. Das wäre geil. Nur zum Training halt, bist du richtig zu pushen. Das ist ja zum Beispiel auch die Frage, Anfang Juli ist Portugal. Ja. Und dann Mitte Juli, also zwei Wochen später, ist Chicago. Jetzt pass mal auf, was ist, wenn du in Portugal gewinnst? Würde ich trotzdem noch zwei Shows in Amerika machen. Würde ich trotzdem machen, sehr gut, sehr gut. Nur meine Frage ist, Portugal ist Anfang Juli, zwei Wochen später ist Chicago und Tampa und Texas wären nochmal zwei Wochen später. Mhm. Und Chicago könnte halt keiner mit mir kommen. Und dann von Chicago wegen den zwei Wochen nochmal heimzufliegen und nochmal hinzufliegen, ist glaube ich auch zu viel Stress. Und kommst du nach Phoenix? Das wäre vielleicht nicht. Wann ist das genau? Juli, Mitte Juli. Kommst du nach Phoenix? Und dann bleibe ich zwei Wochen dort. Ja. Und dann fliege ich nach Tampa und dann Texas. Ja, Tampa muss ich ja auch, bin ich Moderator. Sprechen wir nochmal. Ja. Wenn ihr es sehen wollt, dass ich quasi in der Prep zwei Wochen in Phoenix bin und vielleicht auch coole Videos dabei entstehen, dann kommentiert gerne mal. Mittlerweile habe ich nur 2800 Kalorien an Trainingstagen. Zum Frühstück gibt es keine Carbs mehr. Und einfach, damit ich mir die Carbs ums Training drumherum aufteilen kann. Und beim letzten Mal habe ich das Intra weggestrichen, letzten Diät, damit ich mehr essen konnte. Und jetzt haben wir es umgestellt, weil Intra sind wirklich ganz, ganz hochwertige, ja, Kohlenhydrate oder eine ganz hochwertige Matrix fürs Training. Mit patentierten Rohstoffen. Und die Trainingsperformance ist uns am allerwichtigsten. Das heißt, lieber tagsüber ein bisschen hungern, ein bisschen am Reis sparen, aber dafür Pre-Workout-Meal, Intra-Workout, Post-Workout-Meal. Muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich war immer einer, lieber ein bisschen 100 Gramm mehr Reis, wie so ein Zeug zu trinken, weil das sättigt ja nicht. Aber es gibt halt Schub im Training. Und das ist das Wichtigste. Muskelerhalt und Trainingsperformance. Schön, komm. Easy, komm, Stöckchen. Komm, Dicker. Let's go, wieder runter. Ja, drei Stück noch, komm. Luft raus nach beim Hochgehen. Hopp. Yeah, Buddy. Go. Zwei noch. Hopp. Go. Letzte. Go. Schön hoch. Hopp. Hopp, 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 hopp. Und rein. Go. Komm, schieb, 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 schieb. Sehr gut, einer geht noch, komm. Auf geht's, komm, 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 komm. Schieb, 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 schieb. Also, gut, mach ganz runter und zwischen halb und drei Viertel hoch. Und alles ohne Stopps. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, auf geht's, 10, komm, 8, wir gehen für 15, 9, 10, ja. Hopp, auf geht's, 10, komm, komm, hopp, 1, und sorry, komm, 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 wir machen weiter, 4 Stück noch, 2, 3, 4, und letzte, hopp, komm, hoch, super. Was steht jetzt an? Ausfallschritte, und das machen wir dreimal. Und noch drei Schritte, komm. 1, 2 und fliegender Wechsel. Ja, ja. Und turn around. And step back. Back to the rear, komm. Komm, Marvin, komm! Komm, let's go! Komm, komm, komm! Komm, weiter, weiter! Komm, reiß dich zusammen, komm! Alles zusammen!
Los, komm her. Komm. Ein noch. Okay. Beintraining geschafft. Puh, ich muss sagen, also was komplett anderes. Eine Erfahrung, die ich noch nie so gemacht habe. Sehr interessant, werde ich auf jeden Fall wieder einiges für mein Training übernehmen, das ist das Schöne. Und ich werde wahrscheinlich nicht vollwertig auf ein Newton-Training umsteigen, aber auf jeden Fall geile Tipps und Tricks mitnehmen. Und Dennis, eine Frage noch so zum Abschluss. Also erstmal vielen Dank fürs Training. Hat mich gefreut. Wenn ich jetzt so Respekt vor dir hätte, hätte ich dich beschimpft während dem Training. Das ist ja gut, das ist okay. Bist du der Meinung, dass jetzt so Anfänger auch nach diesem Prinzip Volumen langsam und so trainieren sollten? Ja, oder sollten auch Anfänger erstmal rohes Eisen und schwere Gewichte bewegen? Also ich sage immer den Leuten, du brauchst nicht dich auf eins konzentrieren. Also du hast eine Mischung, mach alles, vor allem ein bisschen. Mhm. Aber ich finde, diese Art und Weise zu trainieren ist nicht nur gut für den Muskel, ist auch gut für Verletzungen zu vermeiden. Ja. Ja. Und es bringt auch Kraft. Weil wenn du merkst, wenn du dich hocharbeitest mit dem Gewicht und du machst es ganz langsam und du kannst es kontrollieren, wenn du dann wieder mal schnell gehst, dann merkst du, dass es viel leichter wird. Ja. Also du wirst stärker davon. Ich habe zum Beispiel mich hochgearbeitet bei Schrägbankdrücken. Ich habe immer die Smith-Maschine genommen. Mhm. Und wenn du langsam gehst, ist es einfacher, dich zu balancieren. Und da habe ich mich hochgearbeitet auf 180 Kilo, super langsam. Ja, ich glaube, die Bilder kennt jeder oder die Videos. Obwohl, dass der Muskel denkt, es ist super schwer, aber es ist nicht schwer, weil das Gewicht ist so leicht. Es ist also weniger Stress auf die Muskeln und auf die Sehnen. Ja. Und daher ist die Verletzungsgefahr viel geringer, wie wenn du das jetzt schneller mit schwerem Gewicht und... Ja. Ne? So finde ich das. Und deshalb sage ich den Leuten immer, du, ich würde jetzt nicht nur so trainieren, aber ich würde jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Beine trainierst, ich würde mal zwischendurch einen Satz so machen, damit noch fürs Blut, das Blut reinzupuschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich unterstützen mit meinem Rabattcode BEEF. Beim Einkauf bei ESN kriegt ihr immer die besten Rabatte. 10% sind euch immer sicher, ansonsten zählen die wöchentliche Rabattaktion. Dir sage ich ganz, ganz Vielen Dank. Was ganz anderes? Was machst du am 29. Oktober? Ich habe gehört, da ist die Dennis James Classic. Ja. Das sind natürlich alle in der Frankfurter Jahrhunderthalle vertreten. Die IFBB Pros müsste ich alle einladen, weil ich finde, dass es ein Jahr ist oder eine Show ist, wo man alle zusammen sein sollten. Wir sind ja auch schon seit 2-3 Jahren dran, wo ich gesagt habe, Mensch, Dennis, mach doch mal Open Bodybuilding hier in Germany. Ja, natürlich. Schreibt mal alle, wie ihr das finden würdet, wenn es auf der Dennis James Classic in der Frankfurter Jahrhunderthalle ein Open Bodybuilding Event geben würde. Würde ich sofort machen, wenn ich einen Sponsor finde dafür. Also, Dennis James Classic, ich bin auf jeden Fall da, wenn als Gast oder als Gast da. Der Gast da, das ist davon abhängig, ob ich mich qualifiziere. Jede Saison bin ich immer so knapp an der Quali vorbei. In L.A. habe ich einen zweiten gemacht, hinterm Patrick Moore. Wer war jetzt eigentlich der letzte Deutsche? War das der Dennis? Auf der Olympia? Im Open Bodybuilding? Ja. Das ist schon so lange her. Im Open Bodybuilding Dennis, ja. Also in der 2012 waren wir den Steve. Steve, ja. Aber in der Offene war keiner seit dem Dennis. Okay. Weißt du, der erste Deutsche wieder, der Deutschland vertreten. Wir haben ja jetzt mit Muss dem man Urs, gut aufpassen, sonst wir haben jetzt mit dem Urs in Zukunfts-Olympia in der Classic. Ja. Und jetzt brauchst du noch, jetzt fällst du nur noch du. Ja, ich bin ja schon, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe auf der Bühne, bin ich ein Fan von Tim. Oh, danke. Ne, weil er, nicht nur, weil er die Figur dazu hat, sondern weil er auch, ich denke, es kommt so rüber, ohne dass man dich kennt, schon über Social Media, weil du auf dem Boden geblieben bist. Verstehst? Du bist einer der Besten, du bist im Moment der beste Deutsche im offenen Bodybuilding. Und ich denke auch, dass du die größten Chancen hast, nicht nur dich zu qualifizieren, sondern auch auf der Olympia mitzumischen. Ja. Ne? Um dich gut zu, also gut zu platzieren. Ja, man wird hier immer mal zerrissen. Ich habe mal irgendwo, irgendwo habe ich mal erwähnt, so Ziel. Und da habe ich gesagt, Top 6 Mr. Olympia. Oder habe ich sogar Top 3 gesehen. Ich glaube, Top 6 Mr. Olympia. Aber man muss ja Ziele haben. Weißt du, wenn ich jetzt gesagt hätte. Ich sag dir jetzt was. Du hast überhaupt nicht übertrieben mit den Top 6. Weil, wenn wir jetzt gucken, jetzt ist, haben wir noch die alte Garde, ist jetzt noch da mit Brandon, Rami. Und jetzt zieh mal die raus. Dann ist der Hunter. Nick Walker. Da kommen Leute, so wie du, die kommen jetzt nach, in deinem Alter. Und da denke ich, hast du eine riesengroße Chance. Top 6 ist eigentlich, denke ich, vielleicht nicht das erste Jahr, aber danach denke ich, Top 6 ist für dich also was, wo du jedes Mal drin sein kannst. Ja, und vor allem, man muss ja Ziele haben. So. Aber das ist halt ein bisschen schade. Also ich hab Gott sei Dank, also lieben Dank, habe ich wirklich eine tolle Community, muss man echt sagen. Also bei mir auf dem Kanal gibt es auch wirklich selten, dass es da so richtig unter der Gürtellinie Kommentare gibt. Aber
insgesamt in der Bodybuilding-Szene Deutschland, die sehen halt einen lieber irgendwie fallen und irgendwie ja, gut, spotten. So schlimm ist es nicht, das sind ein paar Neider, aber ich sag immer eins, wenn du keinen Erfolg hast, hast du auch keine Neider. Das stimmt, ja. Also die Neider, seid so gut, hasst weiter, weil ihr seid die, wo die Jungs hier antreiben. Ne? Ich kann das und, ja auch gut ab, was mich halt, was heißt ärgert, aber das ist halt im Body, ist im Bodybuilding einfach so. Letzte Saison als Beispiel habe ich die ersten beiden Wettkämpfe Form gut abgeliefert und war immer, erster Wettkampf war zweite war dritte hinter Nathan und Uli Winkler. Mhm. Also waren super. Und die letzten beiden, da habe ich die Form ein bisschen verkackt, beziehungsweise den vorletzten, der letzte war wieder okay. Aber die letzten Wettkämpfe, wo ich dann so einen siebten, sechsten, siebten gemacht habe, die bleiben im Kopf. Und du hast als Bodybuilder keine Chance, das nochmal so zu quittieren. So außer ein, zwei Jahre später. So, ne? Das hatten wir mal einen anderen Deutschen, der es auf irgendwelche Profimeisterschaften auf den sechsten, siebten schafft. Gut, das verstehst? Ist eine andere Frage. Ja. Also, seid froh, dass ihr so einen wie den Tim habt. Weil er ist derjenige, der Deutschland vertreten wird, bin ich mir sicher. Ich vergleiche dich im Moment von der Figur her, von der ganzen Symmetrie mit dem Hunter Lobrada. Ja. Und der hat es auf dem vierten geschafft, warum sollst du es nicht schaffen? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil du, für mich bist du so ein Hunter Lobrada von der Statur her. Ja, ja, der ist noch ein bisschen fleischiger, glaube ich, als ich. Ja, ein bisschen vielleicht, ja. Aber das, von der Statur her, das muss ja nicht immer der massivere gewinnen. Nee, sicher nicht. Ja. Also, vielen Dank. Marvin, hat es dir auch gefallen? Mega beeindruckend. Bisschen sprachlos sogar. Aber einfach stolz, dass ich ohne Kotzen geschafft habe. Ja, durchzuziehen. Manchmal kommt das Kotzen noch 30 Minuten später. Wir sind noch nicht ganz durch. Ich werde es dir bei WhatsApp schreiben. Sind auf der Autobahn. Aber Marvin zieht immer gut durch, deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Ich habe gesagt, Marvin, auf die Gelegenheit mit dem Dennis zu trainieren, da warte ich jetzt seit über 10 Jahren drauf. Und du hast hier direkt in deinen ersten Bodybuilding-Jahren. Aber der Marvin weiß das sehr zu schätzen. Das ist meine Ehre. Und ich möchte noch dazu sagen, dass man darf ja nicht vergessen, dass der Tim in 5 Wochen auf die Bühne geht. Und das habe ich mir auch im Hinterkopf, habe ich es drin lassen. Also ich habe nicht probiert, den jetzt zu zerstören oder irgendwie noch, dass er sich vielleicht doch irgendwie verletzt. Und deshalb ist das schon alles super verlaufen. Ich muss sagen, das war auch ein positiver Eindruck. Ich dachte erst so, naja, der Dennis, der will jetzt bestimmt einfach nur zeigen, wie ich zerstöre ich den Buch. Nein. Aber es war wirklich, ich habe mich wirklich zielgerecht trainiert gefühlt von dir. Also wirklich, du hast genau geschaut, wie viel Power, wie viel Kraft, wie viel Volumen schafft er noch und hast das genau auf mich adaptiert. Also das fand ich wirklich geil. Und, wie gesagt, du hast eine 5-Freunde-Show, das darf man nicht vergessen. Und wenn ihr das sehen wollt, mein Paket, meine aktuelle Form, eigentlich wollte ich es nicht zeigen, aber weil der Dennis schon mal da ist und diese Posing-Runden mit Anzählen, wie er das mit dem Rami gemacht hat bei sich zu Hause im Pool, die sind legendär und deswegen gibt es das Video zeitgleich hier unten drunter verlinkt bei Rap1 zu sehen, wie ich jetzt gleich nach dem Beintraining mit vollen Haxen mit dem Dennis eine Runde Posing-Routine übe. Also, ciao. Nice. No crap.